Hallo zusammen. Die meisten Angriffe gegen Frauen gehen von Bekannten aus. Da ist es besonders wichtig, Grenzen aufzuzeigen. Wie das geht, habe ich schon in einem anderen Video dargestellt. Heute geht es um etwas, wovor sich viele fürchten. Es ist spät abends, man ist alleine auf dem Heimweg und wird angegriffen. Es ist spät abends, eine junge Frau entscheidet sich, eine Abkürzung durch den Park zu nehmen. Entweder macht sie das, weil sie sich der Gefahr nicht bewusst ist oder weil sie sich in ihrer ganz persönlichen Freiheit nicht einschränken lassen möchte. Ich möchte zuerst etwas zur persönlichen Freiheit sagen. Ich persönlich, und das ist meine Meinung, finde, dass es nicht angehen kann, dass Frauen oder auch Männer Angst haben müssen, wenn sie abends durch bestimmte Gegenden laufen. Punkt. Aber die Wahrheit ist auch, egal welche Sicherheitsvorkehrungen Politik und Behörden treffen, Kriminalität wird sich nicht komplett vermeiden lassen. Deshalb meine Bitte an euch, seid nicht naiv. Ich verstehe, wenn ihr euch in euren Entscheidungen oder in eurer persönlichen Freiheit nicht einschränken lassen wollt. Aber bitte bringt euch deswegen nicht unnötig in Gefahr. Und wenn ihr die Situation nicht vermeiden könnt oder wollt, dann seid wenigstens achtsam und bereit, euch zu verteidigen. Schon viel besser. Die Frau hat ihr Umfeld im Blick gehabt. So konnte sie den Angreifer frühzeitig entdecken und ihm dorthin treten, wo es besonders weh tut. Das ist wichtig. Wenn ihr euch körperlich verteidigt, müsst ihr die empfindlichen Stellen des Angreifers attackieren. In meinem E-Paper habe ich eine Liste erstellt. Ich verlinke das in der Beschreibung. Was ich nicht machen werde, sind Zeitlupen der Techniken zu zeigen. Denn durch Videos schauen, kann man sich taktische Tipps holen. Aber mein Kanal ersetzt kein Training. Diesen Eindruck will ich gar nicht erst vermitteln. Außerdem gibt es nicht die eine Technik, die in jeder Situation passt. Im Wing Chun arbeiten wir nach Prinzipien und passen uns den Situationen an. Um sich verteidigen zu können, muss man gut trainiert sein und die Situation auch unter Stress üben. Sonst hat man keine Chance. Aber auch, wenn die Szene diesmal glimpflich ablief, wird sich die Frau danach nicht gut gefühlt haben. So ein Überfall schüttelt man nicht einfach ab, auch wenn man sich gut verteidigt hat. Und was wäre gewesen, wenn der Täter eine Waffe eingesetzt hätte? Denkt daran, Gefahren frühzeitig zu vermeiden, ist die beste Selbstverteidigung. Ich hatte zuletzt eine Diskussion mit einer Frau. Sie hat sich darüber aufgeregt, dass ich Frauen rate, im Zweifel lieber ein Taxi zu nehmen, als einen dunklen, menschenleeren Heimweg zu Fuß zu gehen. Sie meinte, dass dies die Rechte der Frauen einschränken würden. Und ja, damit hat sie genau genommen recht. Aber die Frage ist, was ist wichtiger, die persönliche Freiheit oder die eigene Sicherheit? Da ich wusste, dass die Frau eine Tochter hat, habe ich sie gefragt, wie sie sich entscheiden würde, wenn ihre Tochter alt genug wäre, um abends rauszugehen. Würde sie ihrer Tochter raten, nachts durch den Park zu gehen, um für ihre persönliche Freiheit zu kämpfen? Sie meinte, sie würde ihrer Tochter dann doch lieber Geld für das Taxi geben.
Genau das würde ich auch tun. Aber wie seht ihr das? Wo hört Prävention auf? Wo beginnt die Einschränkung der persönlichen Freiheit? Und was würdet ihr euren Liebsten raten? Ich freue mich auf eure Kommentare hierzu. Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, dem empfehle ich mein Video über die eigene Intuition als Frühwarnsystem für Gefahr. Schaut euch das mal an. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.